Herr Fischer, sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, dass Sie vielleicht in der falschen Partei sind? Nein. Aber in dieser Woche wird dieser Gedanke naheliegend. Vor 8 Tagen sah es noch ganz so aus, als ob die Chancen für Rot-Grün nach der nächsten Bundestagswahl ausgezeichnet wären. Aber nach den Bürgerschreckbeschlüssen von Magdeburg, die Ihre Partei gefasst hat, sind Ihre Chancen doch sichtbar geschwunden. Also ob die Chancen sichtbar geschwunden sind, wir erleben es ja gegenwärtig. Zu Anfang der Woche sah alles noch so aus, als wenn immerwährender Sonnenschein die grünen Häupter umfloren würde. Während Helmut Kohl in einer fast schon biblischen Finsternis vor sich hin irrte. Dann kam ein Engel über uns in Magdeburg. Und siehe, wir hörten die Botschaft des Herrn. Wir gedachten des armen Helmut und erwiesen uns als wahrhaft soziale Partei. Die FDP, auch aus dem Jammertal etwas erlöst. Und so geht es auf und ab, in diesem Jahr noch öfter. Also ich glaube, das wird dieses Wochenende schneller vergessen sein, wenn auch die Beschlüsse nicht. Es macht es nicht einfacher für uns, aber wenn Sie mich ehrlich fragen, also erstens habe ich sowas schon öfters erlebt in meiner Partei, das gehört dazu. Und zum Zweiten, ich glaube, die wirklichen Fragen, das wird nicht sein, ob die Grünen 5 Mark für einen Liter Benzin beschließen oder ob wir für Friedenserzwingung sind oder nicht. Die wirklichen Fragen sind die verschleppten Strukturreformen in diesem Land. Ich glaube, 5 Millionen Arbeitslose zählen mehr. Und wer darauf die richtigen Antworten gibt, das wird die Auseinandersetzung werden im Herbst. Also diese richtigen Antworten sind nun in Magdeburg auch nicht gegeben worden? Nein, der Jammer ist, da ist unglaublich viel Vernünftiges und Richtiges beschlossen worden. Dass jetzt da untergeht, das ist der eigentliche Jammer, weil wir haben, wie ich finde, teilweise ein sehr gutes Programm. Also wenn selbst die FAZ schreibt, dass wir bei der Frage der sozialpolitischen Reform, der Reform der Sicherungssysteme, bei wirtschaftspolitischen Ansätzen da in Bekämpfung der Arbeitslosigkeit weiter sind als die SPD, dann finde ich, das zeigt, dass wir da in die richtige Richtung gegangen sind. Nur umgekehrt, dieser eine Beschluss, diese eine Abstimmung mit diesem ominösen Einstimmen, nur das muss man akzeptieren. Also das ist Demokratie, das macht sie spannend, deprimierend, himmelhoch jauchzend, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Das war es eben, was nicht hätte passieren dürfen. Aber wir wären nicht die Grünen, wenn sowas nicht passieren würde. Ja, es könnte aber auch an Ihnen gelegen haben. Haben Sie sich nicht richtig... Es hat an mir gelegen, alles. Frau Krauseburger, es gibt eine alte Regel. Sie sind an allem schuld, das haben wir ja vorhin schon gehört. Ja. Der Sieg hat viele Väter und Mütter. Ja. Niederlage immer ein. Und deswegen nützt da gar nichts. Also es ist am besten, Sie erklären sich gleich selbst zum Sündenbock und senken die Hörner und sagen, und wenn einer was will, soll er kommen. Das ist die beste Methode, weil diese Schuldzuweisungen, das hinterher, was bringen denn Schuldzuweisungen? Da sitzt man dann... Ja, man fragt sich aber doch, wie konnte das passieren, dass 100 Delegierte schon nicht mehr im Saal waren? Wer sagt denn, dass das Ja-Stimmen waren? Stellen Sie sich vor, es waren Nein-Stimmen, dann waren die Gott sei Dank nicht im Saal. Wäre es noch schlimmer gewesen. Ja, eben, deswegen war doch eine glückliche Fügung, hätten nur 101 draußen sein müssen. Das wäre ja, Sie haben Ihre Schäfchen nicht richtig zusammengetrieben. Ach, bei einer Versammlung von über 500 Delegierten, knapp 600 Delegierten, das ist eine alte Erfahrung, das können Sie, wenn es dann um eine Stimme geht, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, das ist nicht mehr planbar, sondern da kommt dann die Wahrheit in einer solchen Versammlung zum Ausdruck. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen, oder ich verstehe von solchen Versammlungen nichts mehr. Natürlich fragen sich immer die verloren haben, warum? Das ist ja auch richtig so. Also der Mensch muss lernen und er lernt vor allen Dingen aus Niederlagen. Aber hätten wir die eine Stimme mehr gehabt, dann hätten wir gesagt, Gott sei Dank und nicht warum. Dabei wäre die Situation etwas kommoder gewesen. Wir hätten nicht eine platte Nase, sondern nur ein blaues Auge gehabt. Aber die eine Stimme Mehrheit wäre auch nicht schön gewesen. Also Sie sagen, die Wahrheit kommt bei solchen Ergebnissen zum Ausdruck. Richtig, das ist keine Taktikfrage, sondern es ist klar, eine Mehrheit unserer Partei tut sich nach wie vor sehr schwer, über ihren pazifistischen Schatten zu springen, selbst wenn es um Bosnien geht, was ich für falsch finde, was viele für falsch finden, weil ein Abzug aus Bosnien jetzt von SFOR, und das ist ja nicht nur NATO, sondern es sind ja auch Nicht-NATO-Staaten, unter anderem Russland dabei, würde zu einem sicheren Wiederaufflackern des Krieges führen. Das wäre ja das Gegenteil. Können Sie das Ihren Leuten nicht klar machen?
Ich versuche es. Oder sind die gleichgültig, was das Wiederaufflackern des Krieges angeht? Nein, sondern es stehen einfach Grundüberzeugungen gegeneinander und ich beim besten Willen, es bleibt nichts anderes, als dafür einzutreten und zu kämpfen. Was ich bedauere, ist, dass wir jetzt wieder als Abgeordnete auf die Gewissensentscheidung zurückgeworfen sind. Und ich wüsste nicht, wie, mit welcher Begründung ich ein Nein begründen sollte, wenn es jetzt im Mai um eine neue Entscheidung des Deutschen Bundestags geht. Wie verfahren Sie mit Ihrer Fraktion? Da wird es ja auch ein paar geben, die gern so entscheiden würden. Nein, es wird eine Diskussion geben und dann werden die Abgeordneten, entweder bringen wir einen Beschluss hin und wenn wir den nicht hinbekommen, dann wird die Gewissensentscheidung, ist eine Frage von Krieg und Frieden. Und ich habe unseren Leuten auch klipp und klar gesagt, die Situation ist folgende. Dort sind deutsche Staatsbürger in Uniform und ohne Uniform in einem gefährlichen Einsatz auf Parlamentsbeschluss. Alle Befürchtungen, die wir hatten, sind nicht eingetreten. Also, dass es zu einer Konflikteskalation kommen könnte, dass die Präsenz von deutschen Soldaten am Boden dort eine besondere Gefährdung aufgrund der Geschichte, die keine sehr positive Geschichte war, in Bosnien-Herzegowina während des Zweiten Weltkrieges unter der Nazi-Herrschaft, dass es dort zu einem besonderen Risiko kommen könnte und. Das alles ist nicht eingetreten, sondern als Bestandteil der internationalen Friedenstruppe machen diese deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dort eine sehr gute Arbeit und eine sehr gefährliche Arbeit. Mehrere deutsche Diplomaten, Botschafter Wagner kannte ich persönlich, haben diesen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt. Wir alle legen großen Wert darauf, dass das Parlament beschließt. Das heißt, dass wenn deutsche Staatsbürger in einen gefährlichen Einsatz gehen, dass dieses nicht eine Regierungsentscheidung, sondern eine Parlamentsentscheidung ist. Unsere Befürchtungen sind nicht eingetreten, also fallen weg. Hingegen ein Abzug der deutschen, diese Gegenstimmen ein Abzug zusammen? Der deutschen, lassen Sie mich erklären, ein Abzug der deutschen Soldaten geht nicht. Das würde eine Beendigung dieses Einsatzes mit sich bringen, mit allen negativen Konsequenzen. Also wird diesmal die Frage an uns zu stellen sein, dass wir dort auch als kleine Oppositionsfraktion mit verantworten müssen, ob wir diesen Soldaten die Solidarität verweigern, ja oder nein. Das wird eine sehr schwierige Diskussion bei uns. Meine Position, glaube ich, habe ich hinlänglich klar gemacht hier. Also gehen wir mal davon aus, die Fraktion stimmt mehrheitlich zu und die Partei hat mehrheitlich dagegen gestimmt auf diesem Parteitag. Und was passiert dann? Gibt es dann einen Aufstand der Basis in Ihrer Partei? Sieht man ja besonders drauf, dass nein. Parteitagsbeschlüsse nein. umgesetzt werden. Nein, nein. Was passiert dann? Nein, ich hätte mir gewünscht, dass wir eine Brücke bekommen zwischen Fraktion und Partei in dieser Frage, auch in der Frage NATO-Osterweiterung. Das war Sinn und Zweck dieses Kompromisses, der mir persönlich sehr schwer gefallen ist. Weil der ich da auch windig aussah, der nach außen windig aussah. Der war nicht windig, der war überhaupt nicht windig. Der hätte getragen, der war verantwortbar, sonst hätte ich ihn nicht gemacht. Formelkompromiss. Nein, kein Formelkompromiss. Wenn es diesen Schritt bei Bosnien gegeben hätte, das war die Voraussetzung. Das sollte nicht sein. Jetzt sind wir in dieser Frage gespalten und wir sind eine Partei, die für Minderheitenschutz eintritt. Also ich sehe, das ist, macht uns die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner nicht einfacher. Aber innerparteilich sehe ich da keine große Kontroverse auf uns zulaufen. Aber es schwächt nach außen Ihre Glaubwürdigkeit in außenpolitischen Fragen und man sagt Ihnen ja nach, Sie leugnen das immer, Sie ich leugne das nicht, sondern Außenminister werden. Völliger Quatsch. Nur hat es der Spiegel in dieser Woche veröffentlicht, das sind Sie. Ja, aber Entschuldigung, wenn der Spiegel was veröffentlicht, wenn ja. er demnächst sagt, der Joschka Fischer hat den Traumjob, er möchte endlich Papst werden, ja, dann werdet ihr alle sagen, der Fischer will Papst werden, natürlich. Es steht ja im Spiegel steht viel. Ja, aber Sie wollen also nicht Außenminister Nein, werden. Nein, überhaupt nicht. Was wollen Sie dann werden? Was wollen Sie dann werden? Ich bewerbe mich erneut um ein Bundestagsmandat. Sie wollen Fraktionsvorsitzender in der Opposition bleiben? Ich möchte Bundestagsabgeordneter nicht in der Opposition bleiben, sondern Bestandteil einer Mehrheitsfraktion. Hm? Ja, und dann... Und dann wird der wichtigste Mann in dieser Fraktion Fraktionsvorsitzender bleiben. Das entscheidet dann die Fraktion. Ganz PC. So. Sie wollen aber dann mitregieren in dieser Regierung und sind damit auch für die Außenpolitik einer solchen Regierung verantwortlich richtig, zu machen. Richtig. Also der Glaube, ob das dann ein Sozialdemokrat macht, ein Grüner oder ein Unabhängiger ja, oder gut. wer auch immer, das ist in dem Moment, wo die Grünen mitregieren, werden sie auf der Grundlage der vertraglichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist und auch der Bindungen, die sie eingegangen ist,
ihre Entscheidungen zu treffen haben. Und damit tut sich meine Partei bedauerlicherweise heute noch sehr schwer. Aber das wird eine Frage, die muss in einem Koalitionsvertrag zweifelsfrei entschieden werden, weil sonst würde es nicht gehen. Da sind sich alle Beteiligten einig. Was und, machen Sie denn, wenn Sie so einen Koalitionsvertrag abgeschlossen haben und dann gehen Sie auf einen Parteitag wie den in Magdeburg und da bekommen Sie wieder ein Nein hingeknallt? Dann wird es diese Regierung nicht geben, weil dann würde jeder Sozialdemokrat ja das nicht machen. Also das ist völlig klar, da gehe nicht nur ich, wir gehen dann mit einem solchen Koalitionsvertrag selbstverständlich auf einen Parteitag, da lege ich großen Wert drauf. Und Zustimmung heißt dann auch 4 Jahre diese Sache zu tragen. Und deswegen muss es präzise durchdekliniert sein, damit jedem klar ist, was da und jeder klar ist, wofür er sich entscheidet. Die Entscheidung muss dann die Basis treffen. Und wenn die Basis der Meinung ist, das können wir nicht, das wollen wir nicht, das stehen wir nicht durch, dann wäre es ehrlich zu sagen, nein. Aber dann darf man nicht für Regierungsbeteiligung optieren. Also wir sind uns in dieser Frage einig in der Partei. Wir sind uns nicht oft einig, aber in dieser Frage sind wir uns einig, dass wir das durchdekliniert haben müssen. Im Übrigen, Frau Krause-Burger, möchte ich Ihnen mal was sagen. Wir legen unsere Konflikte offen. Ich stelle mir mal vor, der Theo Weigel, einer der Väter des Euro, ließ über sein Kind in der CSU eine Mitgliederbefragung machen. Ich glaube, der würde mit mehr als einer Stimme verlieren über den Euro. Helmut Kohl eine Mitgliederbefragung in der CDU über den Euro. Zum Beispiel im Landesverband Baden-Württemberg würde mich mal interessieren, wie da die Mitglieder der CDU über das Lieblingsprojekt des Kanzlers abstimmen würde, ob er da eine Mehrheit hätte, was ich bezweifle. Ich würde für den Euro stimmen, damit Sie mich nicht missverstehen. Ich sage nur, wir Grüne legen hier die Konfliktlinien offen. Das ist vielleicht unbequem, ist vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Wirkung nicht unbedingt das Beste und Klügste, aber das finden Sie auch in anderen Parteien. Und so manches, wofür Gerhard Schröder steht, würde eine Mitgliederbefragung in der SPD auch nicht so glatt durchgehen. Von der FDP reden wir besser gar nicht, weil die kaum noch Mitglieder zum Befragen haben. Herr Fischer, Sie legen das offen, weil es eine zentrale Frage für die Grünen ist, weil es die Partei bewegt. Und ich frage mich, weil es auch unsere Kultur ist. Das ist nun mal bei uns. Schauen Sie, das können Sie kritisieren. Ist es denn Ihre Kultur, ist es Parteikultur, ja, dass man sagt, wir gucken lieber zu, wie sich die Leute gegenseitig umbringen, als dass wir da ein paar deutsche Soldaten... Müssen Sie mich nicht agitieren. Es ist Parteikultur, dass wir das ausstreiten, öffentlich. Aber Sie vertreten diese Parteikultur hier und sagen, es ist wunderbar. Was denken diese Leute? Nein, ich habe die ganze Zeit die gegenteilige Position vertreten. Damit bin ich mit einer Stimme in der Minderheit geblieben, leider. Aber ich bin ja nicht der Meinung, wir lassen die da lieber umbringen und halten uns da raus. Ich bin das Gegenteil, bin ich der Meinung. Aber die Streitkultur, das müssen wir ausstreiten und letztendlich dann mit Mehrheit entscheiden. Das ist Demokratie. Und selbst, bitte, also ich meine, wird und es führt dazu, dass man doch den Eindruck haben muss, die Grünen wollen eigentlich gar nicht regieren. Was sagen Denn Sie sagen selbst, mit dieser Position kann man nicht regieren. Das weise ich mit dem Ausdruck von Abscheu und Empörung zurück, die so nicht Also die Grünen wollen regieren. Aber sind sicher. Sie sicher? Das haben die ja da nochmal nachdrücklich bestätigt, ja, am Wochenende. Es wurde ein zweiter Entschluss gefasst, aus der NATO, nicht auszutreten, sondern die NATO aufzulösen, was also nun eine etwas andere Formulierung ist. Auch das ist absolut unrealistisch. Nein. Volker Rühr sagt, außenpolitische Hasardeure. Kann man sich auf diese Partei außenpolitisch verlassen, selbst wenn es so einen vernünftigen Menschen da in Führungspositionen gibt wie Joschka Fischer? Wir wollen nicht drum rumreden. Die Grünen kommen mehrheitlich aus der Friedensbewegung. Die Friedensbewegung ist in einer Anti-NATO-Konfrontation entstanden an der Frage der Pershings und großen Aber das ist ja nun schon ein paar Jahre her. Dennoch ist es immer wichtig für kluge Leute, dass sie sich die Geschichte vergegenwärtigen, um die Gegenwart zu verstehen. Darf man ja gerade auf einer Veranstaltung der DVA sagen, nicht wahr? Ja, da also ein besonderes Augenmerk in ihrem Verlagsprogramm immer drauf hat, auf die politische Geschichte. Das ist wichtig zu begreifen. Der entscheidende Punkt ist ein anderer. Wir haben, und da sind wir weite Wege gegangen, in die richtige Richtung, Gott sei Dank, sage ich, Gott sei Dank, weil sonst wäre es mir sehr sauer geworden. Kein Sonderweg, keinen deutschen Sonderweg, keine einseitigen Dinge, sondern klar eingebunden
in die Bündnisverpflichtungen, in die eingegangenen Verpflichtungen, die Deutschland hat. Das heißt, jede Form von Veränderung auf der Grundlage der bestehenden Verträge mit unseren Partnern, nicht gegen unsere Partner, das ist für mich, also wenn Sie so wollen, das Essential der Politik der Selbstbeschränkung der Bundesrepublik Deutschland, die die Berliner Republik von der alten Bonner Republik geerbt hat und unbedingt daran festhalten muss. Ein klares Ja zur europäischen Integration. Meine Partei hat den Schritt, Gott sei Dank, jetzt gemacht, Ja zum Euro. Sie hat den Schritt gemacht, klar, zu einer EU-Osterweiterung, die viel schwieriger wird als die Frage NATO-Osterweiterung, vor allem, wenn Sie mal die materiellen Konsequenzen durchdeklinieren, dennoch unabweisbar. Also das geht alles in die richtige Richtung. Ich finde, die Grünen haben sogar, was die langfristige Perspektive, nämlich nicht Auflösung, also Auflösung der NATO, wo rein? In ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem. Das wird spätestens dann der Fall sein, wenn das eintritt, was ich mir wünsche, dass innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte kommt, nämlich die volle europäische Integration. Ein voll integriertes Europa, das heißt auch ein integriertes in Sicherheits- und Außenpolitik, in Währungs- und Wirtschaftspolitik, in dann mit einem eigenen europäischen Souverän, mit einem wirklichen dann auch so zu nennenden europäischen Souverän in Gestalt eines Parlaments und einer europäischen Regierung, das wird dann die NATO vor eine Existenzfrage stellen, weil dieses vereinigte Europa andere sicherheitspolitische Partnerschaft zu den USA eingehen wird, als wir es heute tun müssen. Bosnien hat wieder gezeigt, dass ohne die USA da nichts geht. Das ist die Aufgabe der NATO-Strukturen heute. Aber die Osterweiterung der NATO, so sehr ich dafür bin, dass wir nicht Nein sagen können zu dem, was, wenn Polen, wenn Tschechen, wenn Ungarn Beitritt begehren, schafft natürlich neue Grenzen, die das Problem nicht lösen. Das Problem Baltikum etwa werden Sie im Rahmen einer NATO-Osterweiterung nicht gelöst bekommen. Das Verhältnis dieses sich vereinigenden Europa, wo werden seine Außengrenzen in Osteuropa sein, wo in Südosteuropa, das Problem Türkei steht im Vordergrund, was schon zu schweren Verwerfungen zwischen der EU und den beteiligten Ländern und den USA geführt hat. All das zusammengenommen wird eines Tages die Frage stellen der Ablösung der NATO, weil dann diese Struktur es nicht mehr bringt. Das wird Herr Rühe im Grunde genommen genauso sehen, wenn er ehrlich ist. Nur er redet heute nicht davon, sondern macht da kleine parteipolitische Münze. Das finde ich auf der Grundlage dessen, wie wir es beschlossen haben, eine sehr diskutable Perspektive. Das ist aber doch ein Wechsel auf die Zukunft, auf eine sehr ferne Zukunft. So steht es aber auch drin. Es steht ja nicht drin, dass wir, wenn wir in der Regierung sind, aus der NATO austreten wollen. Das lese ich in der Bild-Zeitung so, aber da lese ich vieles. Da haben Sie noch einen wunderbaren Beschluss gefasst in Magdeburg, nämlich 5 Mark Benzinpreis. Ich weiß, wie Sie das gleich wieder hinreden werden, dass es alles nicht so schlimm ist. Aber die Leute erschreckt das furchtbar. Den kleinen Mann also, erschreckt es. Wieso fassen Sie solche Beschlüsse? Und diesmal stehen Sie ja nicht außerhalb wie in der Bosnien, der S-Vorgeschichte, sondern Sie sind ganz fundihaft dafür. Richtig, ganz fundi, dass ich nochmal ein Fundi werde, das hätte ich auch mal nicht gedacht. Wie kam ich denn zu meiner fundamentalistischen Erleuchtung mit den 5 Mark? Das müssen wir mal kurz historisch nachvollziehen. Ich habe den Umweltbericht, ich glaube den vorletzten Umweltbericht der Bundesregierung gelesen. Die Bundesregierung wird seit 1982 von der CDU angeführt und der CSU und der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl in der Koalition mit der FDP, nicht mit den Grünen. Und 1986 war Tschernobyl und daraufhin wurde Dr. Walter Wallmann der erste Bundesumweltminister. Und der Bundesumweltminister hat einen wissenschaftlichen Beirat berufen. Da sitzen hochmögende Professoren drin, die die Umweltpolitik in einem entsprechenden Gutachten, so wie auch ein Jahreswirtschaftsgutachten seitens der Bundesregierung in Auftrag gegeben wird, mit einem Gutachten die Bundesregierung beraten. Und was lese ich da? Da lese ich, dass diese Experten der Bundesregierung, ich betone nochmals, sie gehören nicht der Grünen Partei an, sondern wurden von einer CDU-geführten Bundesregierung berufen, 5 Mark für einen Liter Benzin für notwendig halten. Wenn es eine entsprechende Internalisierung der Kosten des Automobilverkehrs, das heißt ein Wegfall der heute vorhandenen Subventionen, gibt. Wenn man jetzt ein richtig ordoliberaler Marktwirtschaftler wäre, der an die alleinselig machende Kraft von Marktpreisen glaubt, müsste man sofort dafür sein, dass alle Kosten natürlich dann in den Preisen erscheinen,
Weil ansonsten sind Subventionstatbestände, die zu einer Fehlallokation führen, mit fatalen Konsequenzen, rein nach der ordoliberalen Lehre. Also da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, Ludwig Erhard hat recht, diese Professoren auch, also auf geht's auf Fundikus. Die hatten mich überzeugt. Zweiter Punkt. Dann lese ich von Wolfgang Schäuble, auch kein Grüner, in einer Rede, wo er verkündet, eigentlich wären 3 Mark für einen Liter Benzin nötig, aber politisch nicht durchsetzbar. Dann denke ich mir, der Wolfgang Schäuble ist ja auch kein Dummer. Was hat er sich dabei gedacht? Er muss sich doch was dabei gedacht haben. Nun höre ich von Herrn Laufs, dem neuen Vorstandsvorsitzenden von Shell, und Shell handelt ja, wie gesagt, nicht mit Sonnenblumen, sondern mit anderen Dingen. Ja, die Shell AG fände das ganz vernünftig, er hätte damit kein Problem, wenn das entlang einer entsprechenden Zeitachse, keine Anpassungsschocks etc., dann würde das in die richtige Richtung gehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind beim Spritpreis heute viel zu billig. Wenn Sie zurückdenken, wir liegen heute beim Spritpreis inflationsbereinigt um eine Mark rum. Das heißt, Anfang der 70er Jahre vor der ersten Ölpreiskrise. Wir leisten uns gleichzeitig damit ein Maß an Energievergeudung, trotz der Fortschritte, die es gegeben hat, und Umweltbelastung. Verkehr ist heute der größte Umweltbelastungsfaktor. Und das meine ich jetzt nicht moralisieren, sondern schlicht und einfach auch durch den Erfolg. Die Erfolge, die es gegeben hat, etwa durch die Einführung des Katalysators, sind aufgefressen worden durch eine Mengenexpansion. Also diese ganzen, wenn wir ernst machen wollen mit Klimaschutz, werden wir um diese Verkehrsfrage nicht drumherum kommen. Nun, das steht aber nie im Widerspruch zu den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen, die wir sehr ernst nehmen, und auch nicht im Widerspruch zur Bedeutung der Automobilindustrie, wichtigster Arbeitsplatz und Gewinnfaktor nach wie vor in unserem jeder Land. Jeder siebte Arbeitsplatz. Ich weiß, jeder siebte, nach wie vor. Deswegen muss, hängt man, das irgendwie damit muss zusammen. Man das zusammenbringen. Mhm. Und da will ich immer sagen, und da zitiere ich jetzt ebenfalls wieder einen über jeden Verdacht Erhabenen, nämlich Herrn Pirch. Herr Pirch ist Vorstandsvorsitzender von VW, sagt, 3-Liter-Auto kommt. 1-Liter-Auto, das hätte ich selbst nicht gedacht, ist bei uns im Bereich der Machbarkeit angekommen. Herr Pirch, ich habe es vor 2 Wochen oder so in der Zeitung gelesen. Was wir wollen, ist den Leuten nicht das Autofahren verleiten. Was, wenn wir heute die Wahlen, Wahlnacht ist, Rot-Grün ist da, Tankwart holt die Leiter raus, nimmt einen Schraubenzieher und schraubt 5 Mark ran. Das wäre verrückt, wäre völlig verrückt. So, was wir wollen, ist mit dieser Marke auf 10 Jahre ein Ziel zu definieren, wo klar ist, Otto, Ottilie, Normalverbraucher, das nächste Auto, das du dir kaufst, du denkst schon beim Neuwagen an den Wiederverkaufswert, kauf dir ein Sparauto, ändere dein Nachfrageverhalten. Und in dem Moment wird die Industrie auch sofort umstellen. Die Technik ist ja zum Beispiel für das 3-Liter-Auto ja also fast schon zur Marktreife gedient. Das gilt übrigens auch für die größeren Autos. Diese Entwicklung wollen wir. Zweiter Punkt. Und das finde ich hochvernünftig. Und das wird ohne Umstellung der Preise nicht gehen. Solange die Preise so sind, wie sie sind, wird es keine Nachfrageveränderung geben. Da werden es ein paar Aufgeklärte machen, aber das ist nicht die Masse, die es dann tatsächlich bringt, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Reduktion der Schadstoffemissionen. Können doch dann nur die Auto fahren, die das bezahlen wieso können. Wieso denn? Sind wenn denn Sie Grün, heute, Frau Grausitz, also jetzt rechnen Sie doch mal nach. Sind denn heute die Grünen jetzt die Partei der Besserverdienenden? Das ist doch völliger Quatsch. Ja, was sonst? Was also, sonst? Ich meine, so wird sich eine S-Klasse leisten kann, der bezahlt auch 10 Mark für einen Liter Benzin, dann kann er sich den Leopardenmantel für die Frau leisten, weil dann kann er mit dem Auto fahren angeben. Das ist nicht unsere Klientel. Und der Herr Pirch wählt sowieso nicht Grün. Ja, der darf überhaupt nicht wählen, der ist Österreicher. Und da lege ich großen Wert drauf, dass Sie hier kein Wahlrecht haben. Ja? Also das, bei aller europäischen, ein europäisches Wahlrecht, ja, aber nie wieder ein deutsch-österreichisches Wahlrecht. Das nicht. Heute haben wir einen Flottenverbrauch im Durchschnitt von 10 Litern. Bei einer Mark 60 super bleifrei. 1,59,9. Wenn Sie den Flottenverbrauch von 10 Liter dritteln, also um die 3, und gleichzeitig die Mark 60 verdreifachen, dann sind Sie in etwa bei der Richtgröße angekommen, ohne dass Sie für 100 gefahrene Kilometer deswegen auch nur einen Pfennig mehr ausgeben. Ich wäre dafür dennoch, dass wir das ein bisschen teurer machen, weil ich natürlich auch für die Verkehrsalternativen zusätzliche Investitionen, vor allen Dingen in den Ausbau öffentlicher Personennahverkehrssysteme, in den Ballungsgebieten haben möchte, wenn in Osteuropa die Wirtschaft anspringt, was ich mir wünsche,
was wir dringend brauchen und in Ostdeutschland. Was glauben Sie, was im Transit, im Güterverkehrstransit in Deutschland los sein wird? Das ist ja heute schon so im Ost-West-Verkehr. Ein nicht abreisender Güterzug, Tag und Nacht, der sich da bewegt. Was glauben Sie, was da los sein wird, wenn wir nicht wirklich eine zweite Eisenbahnrevolution lostreten? Das sind Arbeitsplätze bis runter in die Stahlindustrie überall rein. Aber darüber hinaus, wir haben das Problem, noch ein völlig anderes Problem, das müssen wir auch lösen. Ich habe jüngst eine Statistik gesehen in einem Wirtschaftsteil, wo das durchschnittliche Einkommen von 1991 bis 1997 hat sich um 40% brutto vermehrt. Das ist von 2600 auf etwa 4,2 gestiegen. Brutto. Real blieben davon ganze 25 Mark. Real. Nach Abzug von Steuern, Abgaben, Sozialversicherungsbeiträgen, Preissteigerungen etc. 25 Mark. Das blieb dann in der Tasche. Und das zeigt das Problem, das wir haben, vor allen Dingen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Weiter. Die Arbeitslosigkeit wird durch einen Gutteil, durch die hohe Bruttolohnkosten in diesem Land angetrieben. Das heißt, die Leute haben weniger in der Tasche, das real verfügbare Einkommen nimmt ab und dennoch steigen die Löhne. Wie ist dieses negative Wunder möglich? Die Sozialversicherungsbeiträge steigen gewaltig, vor allen Dingen bedingt durch versicherungsfremde Leistungen, respektive durch Lasten der Einheit. Das war Kohls Trick. Wenn Sie das ändern wollen, und wir müssen es ändern, sonst geht die Arbeitslosigkeit weiter nach oben, weil Arbeit immer teurer wird. Wir haben wie in Holland Lohnzurückhaltung über mehrere Jahre, die Unternehmen stellen aber nicht ein, weil die Löhne trotz Lohnzurückhaltung, trotz geringerer Massenkaufkraft in den Taschen der Leute, die Löhne trotzdem weiter steigen. Und das ist bedingt durch einen fast explosionsartigen Anstieg bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Wenn Sie darunter wollen, dann können Sie den Leuten ja die Renten kürzen. Die sind da, die Renten müssen ausgezahlt werden, sondern da brauchen Sie dann eine Gegenfinanzierung. Da bleiben zwei Alternativen. Entweder erhöhen wir die Mehrwertsteuer, damit machen wir nur mehr Schwarzarbeit beim Handwerk, oder aber wir führen eine Energiesteuer, das heißt nicht nur Mineralölsteuer, sondern generell eine Verbrauchsteuer auf Energie bei Konsumenten und in der Wirtschaft ein. Das ist unser Vorschlag. Aber das wird doch die Produktion verteuern und für Arbeitslose sorgen. Aber woher denn? Aber sicher. Aber woher denn, Frau Krause? Aber darüber können wir uns noch streiten. Nein, da brauchen wir nicht streiten. Das wird im Gegenteil Arbeitsplätze bringen, weil damit neue Technologien gefördert werden. Während bei der Mehrwertsteuer, das wird die Sache, das wird eher in die Schwarzarbeit bringen. Wir haben jetzt Wahlen vor uns. Ich dachte, jetzt loben Sie mal ein Konzept von uns. Wir haben jetzt Wahlen. Jetzt weichen Sie aus. Sie weichen immer aus, wenn wir auf der richtigen Spur sind. Während wenn wir mal Blödsinn beschließen, das wird dann freierlich von Ihnen begangen, Frau Gausenwald. Ich weiche nicht aus. Ich frage Sie, wie Sie diese Bürgerschreckbeschlüsse, die in Magdeburg gefasst worden sind, wie Sie die wettmachen wollen bis zur Wahl am 27. September. Herr Weigel wollte 20 Pfennig jetzt schon. 50 also, da wird doch eine grüne Partei. Aber Entschuldigung, wir sind eine grüne Partei, nicht die CSU. Wir treten da doch nicht eine Weißwurst-Konkurrenz mit denen ein. Also, Sie ein. Sind der Ansicht, wenn ich Sie richtig verstehe, dass diese, Nein, Beschlüsse keinerlei negative Wirkung auf die Wähler haben? Jetzt warten wir es mal ab. Der 27. September ist noch ein Stück hin. Ich sage Ihnen, wenn die Denke, die Sie gerade artikuliert haben, in unserem Land die Wahlentscheidung bestimmt, also wir gucken nur drauf, was ist das Nächste? Dann werden wir gegen die Wand fahren. Weil jetzt unabhängig von dem, was die Grünen beschlossen haben, wir sind in einer Situation, wo wir Strukturentscheidungen treffen müssen. Bei der Rente, im Steuersystem, bei... Das wollen alle. Ja, alle wollen weniger Steuer bezahlen. Aber wenn Sie dann mal feststellen, wie es gegenfinanziert wird, dann bin ich mir nicht so sicher, dass Sie es wollen. Wenn dann die ganzen Häuslebauer, wenn die Fördermittel und wenn das alles, wenn die ganzen Umgehungstatbestände, die Abschreibungsmöglichkeiten zur Gegenfinanzierung weggenommen werden, dann bin ich mal gespannt, ob es alle wollen. Ich wiederhole nochmals. Unser Bildungssystem, Zukunftsinvestitionen, neuen Generationenvertrag in verbesserte Bildung und Ausbildung, Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, ein Bündnis für Arbeit, das sind Strukturentscheidungen, wo wir Entscheidungen in den kommenden 4 Jahren treffen müssen, egal welche Regierung dran ist, die weit über diese 4 Jahre hinaus dann Wirkungen haben. Das ist die Konsequenz von 1989, 90, von dieser Zäsur, die das Ende des Kalten Krieges und die deutsche Einheit bedeutet hat. Und da werden wir sehr viel, sehr grundsätzlich anders machen müssen in diesem Land. Deswegen sage ich Ihnen, wir diskutieren hier nicht nur bei dieser Wahl, was wird nächstes Jahr stattfinden, was findet statt, wenn eine neue Regierung drankommt, sondern die Bürgerinnen und Bürger sind gut beraten, sich Gedanken darüber zu machen, was müssen wir nächstes Jahr entscheiden,
dessen Wirkungen dann aber für die nächsten 10 bis 20 Jahre gelten. Was könnte ein Joschka Fischer tun, außer seiner Leidenschaft für die Politik zu frönen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wo? Irgendwas. Sie können sich's auch nicht vorstellen. Ich meditieren, fasten, ja, beten, ein gottgefälliges Leben führen.